Ja, das Video, das ich empfohlen habe gestern, es ist das letzte vor diesem dann jetzt in meinem YouTube-Account. Es ist sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man sich so etwas nicht ständig verinnerlichen darf. Es geht nicht darum, sich das jeden Tag anzuschauen, sich damit zu füttern, sich darauf zu fokussieren, dann da unten zu hängen und praktisch das ungewollt natürlich dadurch mit auch ins Leben zu holen, wo wir unsere Energie hinschicken, worauf wir unseren Fokus ausrichten. Das holen wir ins Leben, das stärken wir, das erschaffen wir mit. Aber leider ist da wohl eine Menge Wahrheitsgehalt drin. Also ich wäre froh, wenn es nicht so wäre, ja, wenn das alles nur Verschwörungstheorien wären. Darum geht es ja gerade, die Bilder, die gestreut werden, über die ganze Industrie, Movies, Musikvideos, die Inhalte von Songs, auch von Rappern wie Bushido. Sogar Sido hat einen kleinen Ausschnitt in einer Strophe eines Songs. Manches ist dann vielleicht auch doch, Zufälle gibt es nicht, nicht ganz bewusst von diesen Menschen. Aber ich meine, Bushido, der wäre sicherlich auch sehr käuflich. Und er ist ja jetzt auch nicht derjenige, der jemals die hellsten Texte gemacht hätte. Also selbst auf diesen Ebenen, das muss nicht nur Hollywood sein. Aber es geht auch nicht darum, diese Menschen zu verteufeln. Es sind Menschen, die zum Teil auch mal gut angefangen haben mit guten Intentionen, guten Absichten, guten Visionen und die diese zum Teil auch immer noch haben. Wer wirklich sauber ist, ist jemand wie Seum. Aber der war natürlich in so einem Business auch nie drin. Der ist vollkommen frei, der ist in keinster Weise irgendwie eingewoben, aber der ist ja jetzt auch nicht wirklich in diese Industrie eingestiegen und hat sich da vermarkten lassen, Management und so weiter. Gut, ich wollte das nur mal betonen. Ich halte so ein Video durchaus im Moment für gut, wenn jemand sich dafür öffnet. Das ist alles freiwillig, um mal zu zeigen, da sind die ganzen Zusammenhänge, die ganzen Verknüpfungen. Es ist leider sehr viel Wahrheitsgehalt da drin. Und das ist immer noch nur die Spitze des Eisberges. Aber nicht, um sich so etwas ständig reinzuziehen, sage ich mal, und dann da drin zu hängen, deprimiert, ohne Glauben und Vertrauen an Gott und die Menschheit, was ja dazu führen kann. Und selbst wenn der irgendwie noch da ist, ist es sehr schlecht, diese Bilder so weit aufzunehmen und zu verinnerlichen, dass sie praktisch in uns leben. Dass da der Fokus ist, dass das ist, wo wir unsere Energie hinschicken, wo wir auch Essenzen davon dann wirklich ins Leben holen, anziehen und so weiter. Das sind die Gesetzmäßigkeiten. Unser freier Wille wird nicht außer Kraft gesetzt und deswegen ist das alles ja so gemacht worden, damit im Endeffekt, so wie viele jetzt auch tatsächlich nach dem Impfstoff schreien. Was ich damals nicht vorgelesen hatte, ich hatte ja mal gesagt, da ist etwas aus Kanada vom IMF nach außen gedrungen, das ist in den Chats geteilt worden. Dafür musste man jetzt auch nicht besonders. Es war klar, es war ja immer schon mal angedeutet worden, dass es Mutationen geben könnte. Aber heute ist es im Mainstream. Die Mutation, die sich noch viel schneller verbreitet, die noch viel gefährlicher ist in Großbritannien, zum Teil auch schon in den Niederlanden. Noch ein zweiter Impfstoff gegen eben diese wird auch schon angesprochen. Ich habe es gerade gehört und ich meine, diese Vanessa Fu zum Beispiel, die arbeitet für die Zeit, Journalistin für die Zeit. Die ganzen Verknüpfungen, die Zeit, Bill und Melinda Gates Foundation, darüber, die Rockefellers und so weiter. Das ist alles während des ersten Lockdowns geteilt worden. Ich wiederhole das auch nicht. Ich möchte mich auch nicht mehr in sowas verlieren.
Nicht nur aufgrund der starken Reglementierungen von YouTube, sondern auch einfach, weil ich es nicht für sinnvoll erachte. Denn ich denke einfach, die, die dafür offen sind, die wissen diese Dinge. Und ich sehe es bei meinen Eltern, die würden sich jetzt impfen lassen und dann mache ich nichts. War zum Beispiel meine Mutter, nur als Beispiel für ältere Menschen, während des ersten Lockdowns noch offener. Jetzt wird überall so schön erklärt, ja, die Verschwörungstheorien und wo das herkommt. Und sie glauben es. Die sind ja geschickt. Sie gucken das täglich, sie füttern sich damit. Und jetzt kann ich gar nichts mehr sagen. Das bringt nur Ärger. Hat nur dann auch tatsächlich, als ich es noch immer mal wieder versucht habe, einen gewissen Streit heraufbeschworen. Ich bin ruhig geblieben, natürlich. Darum geht es mir ja nicht. Aber es geht mir ja nicht darum, ihnen was aufs Auge zu drücken, auch wenn ich es natürlich eigentlich gerne tun würde jetzt. Ist ja klar. Ich meine, wenn es die eigenen Verwandten sind, die eigene Familie. Aber gerade bei der älteren Generation fruchtet es, wie sie da gesessen haben. Ich habe kurz mich da mal mit aufgehalten, als das aus Großbritannien berichtet wurde, was genau so dort drin stand in dem Papier, was da aus Kanada durchgesickert war, IMF. Aber gut, wie gesagt, angedeutet worden ist es ja immer schon mal wieder die Mutationen. Und ist ja klar, dass das nochmal ins Feld gebracht werden würde. Plus eben der Impfstoff, der dann jetzt schon da ist, greift dagegen natürlich nicht. Da kommt dann noch einer. Tatsächlich, ja. Dort in dem Papier stand natürlich auch noch was über den Niedergang der Wirtschaft, den Reset des Bankenwesens und so weiter für nicht allzu ferne Zukunft. Step by step. Natürlich ist es aber auch eine Wahrheit, dass wenn die Systeme nicht runtergefahren werden, step by step, kann das Neue nicht kommen. Wessen Systeme sind es denn? Und damit der Raum und der Platz für das Neue da ist, muss vieles von dem Alten Schritt für Schritt runtergefahren werden oder eben gehen. Ja, ich wollte es einfach nur mal sagen, um mal deutlich zu machen, warum ich das jetzt reingestellt hatte, weil ich einfach doch dachte, viele haben es noch nicht verstanden, wie das alles zusammenhängt. Wie das alles wirklich ein komplexer, kryptischer Plan ist, von langer, langer Hand geplant. Ja, und wenn man jetzt an einer Stelle merkt, man kann da nichts machen, dann muss man da auch loslassen. Dann kann man da in die Verbundenheit gehen und da bitten, beten. Oder auch schon mit, wir sind Mitschöpfer. Wir sind Schöpferwesen, das nicht vergessen und den Fokus darauf ausrichten, auf das Neue, das Gute, das Gesunde, was wir wollen. Ich werde auch noch mal was bringen im Hinblick auf Krankheit und Gesundheit, die komplexen Zusammenhänge diesbezüglich. Mehr möchte ich aber auch nicht sagen, denn ich möchte auch einfach noch ein bisschen weitermachen, auch wenn es nicht viele hören. Ich werde dann auch noch mal auf die Sache Promis eingehen. Es ist nicht so, dass alle Promis hier Satanisten sind. Manche waren vielleicht mal eingewoben, manche sind es traurigerweise noch, aber es sind auch immer noch so gut wie alles Menschen. Ich meine, dieser Kurze da aus Österreich, ich habe die Bilder nicht gezeigt, wo er da mit Gates steht, mit Billy, mit Soros. Und mit einigen anderen in der Runde. Ich habe manchmal bei dem auch wirklich gedacht, gucken, dass man nicht so respektlos hier wird, nur wegen der Richtlinien auch. Aber was ist das, ein Klon, Hybrid? Was ist das? Jetzt war ja sogar im Hinblick auf den Unterricht ein wenig, jetzt vor einem größeren Lockdown-Reset nochmal, noch in der Schule, zum Teil schon Online-Beschulung, von hybrider Unterrichtsführung die Rede. Gut, da haben sich dann einige Ältere auch gewundert über das neue Wort. Mal geschaut, was das denn bedeutet. Das haben sie wohl wieder gestrichen. Das habe ich dann an einem Tag und danach, gut, ich höre das ja auch kaum, aber ich habe es jedenfalls nicht wieder gehört, nicht wieder
Wahrgenommen. Aber gut, ich höre es so selten. Ich kann jetzt nicht sagen, es wurde wieder rausgenommen, weiß ich nicht. Gut, ich stoppe jetzt mal an der Stelle. Ich möchte nur noch mal sagen, ich finde aber auch, ach so, es gibt natürlich immer noch die Aktion Autokorso, dann diese Lichterkette jetzt am Rhein, links und rechts rheinisch. Sehr lange Lichterkette, Lichter wurden aufgestellt, zum Teil dann auch ohne die Menschen. Köln, links und rechts rheinisch. Autokorso, immer noch, ja, die Friedensaufrufe. Es geht um Frieden dort, keine Corona-Leugner. Friedensaufrufe. Aufruf, eine Menschheit, Herz, Gemeinschaft, Solidarität. Und Mahnwachen haben sie, ja, da kann ich auch noch mal vielleicht ein paar Bilder zeigen. Ich zeige nicht die schrecklichen Bilder aus Erfurt oder Pößneck, die der übergriffigen Polizisten gegen friedliche Demonstranten. Aber das ist ja was anderes oder eben auch, da gibt es jetzt auch, sie stehen auf dem Platz, aber halten die Abstände, halten die Regeln alle komplett ein. In Köln, Düsseldorf, glaube ich auch. Dann habe ich jetzt hier die wahre Offenbarung deutscher Geschichte 7, Endzeit. Eine Freundin hier aus dem Chat empfiehlt das sehr. Es ist wohl von einer Freundin und tausendfach gesehen und gehört worden. Ich stoße mich an dem Wort Endzeit. Ich möchte es Zeit des Übergangs nennen. Wir leben, das Gate geht auf, das Neue kommt schon rein. Und ich möchte mich wirklich dafür öffnen. Und wenn ich mir jetzt so etwas wie diesen Beitrag, den ich jetzt empfohlen habe, diese Videoempfehlung von gestern, ständig anschauen würde, wäre ich nicht mehr offen dafür. Dann würde ich auch da drin hängen, ins Zweifeln kommen, es ist niederdrückend. Ja, ich meine, irgendwie doch ins Zweifeln. Ich zweifle nicht an Göttlichen. Ich zweifle nicht an Gott. Aber ich hatte schon mal während des ersten Lockdowns wirklich, war ich kurze Zeit kurz vor einem Burnout, weil ich irgendwie das Vertrauen in die Menschheit verloren hatte. Ja, und daneben dieses Seelen hier von woanders her, ich meine, jenseits der Licht- und liebevollen Seite, das fand ich schon auch sehr gruselig und erstmal auch schwer im Herzen, schwer zu verkraften. Dann muss man eben die höhere Perspektive einnehmen. Wir leben jetzt in der Zeit, in der diese Dinge gehen, die lange da waren. Wir dürfen uns auf die Licht- und liebevolle Zeit in der höheren Dimension freuen und darauf ausrichten. Das heißt nicht, dass wir nicht auch nochmal den Bezug zur Realität immer wieder finden müssen oder einfach halten sollen. Nicht nur dürfen sollen. Aber nicht so, dass wir da drin hängen, dass das im Endeffekt unsere Vision wird. Nicht nur Fokus, sondern Vision. Öffnet euch für das Neue. Und Vision sollte genau das sein. Es wäre eigentlich auch schön, wenn da schon viel mehr Bilder auch im Netz wären. Für die Menschen, die da selber jetzt noch nicht sind und die die Bilder brauchen. Denn Bilder haben so eine starke Wirkung. Auf die meisten Menschen wesentlich mehr als ein Wort. Ich will mich an den Begriff Endzeit nicht zu sehr stoßen, aber ich habe es mir deswegen tatsächlich nicht angehört, auch weil es mir viel zu viel wird. Ich möchte mich nicht in diesem Außen so verlieren. Darauf kommt es jetzt auch an. Aber Zeit des Übergangs gefällt mir eindeutig besser, weil Endzeit ist nun mal negativ behaftet, ne? Also, und wenn ich das jetzt höre mit diesem mutierten Virus in Großbritannien und Impfen, 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 natürlich erinnert man sich dann an das. Georgia Guidestones, wo dann auch die einzelnen Nationen aufgeführt waren und wo tatsächlich Großbritannien erwähnt wurde als das Land, wo die meisten Menschen jetzt praktisch in dieser Zeit gehen, sterben, nicht mitgehen. Aber deswegen sage ich nicht, das ist so, ich hoffe nicht, nein. Aber natürlich, wenn man das dann hört, dann entsteht da schon erstmal eine Verbindung, von der ich aber auch hoffe, dass sie so nicht mehr kommt. Ich wünschte mir manchmal auch, ich weiß, da ist Unterstützung da aus der geistigen Welt, die liebe, lichtvolle Seite. Und
Ich nehme es auch oft wahr, aber wenn ich natürlich dann in sowas reingehe und niedersinke, dann habe ich den Zugang auch nicht, dann nehme ich auch nichts mehr wahr davon. Und da sind ja viele Menschen im Moment genau da drin. Und da würde ich mir manchmal auch wünschen, es wäre schon viel unmittelbarer, viel deutlicher, erkennbar jetzt, sichtbar, spürbar, einfach für die gesamte Menschheit, dass wir uns für die anderen Menschen damit entscheiden könnten, dass es kommt, dass sie es wahrnehmen, viel, viel mehr als im Moment. Aber eben, es sind alles Entscheidungen und wir haben den freien Willen und deswegen haben sie ja auch diese ganzen Inszenierungen gemacht, weil der kann nicht außer Kraft gesetzt werden, auch nicht von denen. Hier jetzt noch Rechtsanwalt Markus Heinz bei Anwaltdemo vor dem Bundesverfassungsgericht. Bester Anwaltredner, sehr teilenswert. Ich habe es nicht gehört, aber da jetzt zum Beispiel auch von einer im Frauenchat, von einer Frau, der Sohn, der ist, ja, nochmal kurz, autistisch. Er kann die Maske nicht tragen aus psychischen Gründen. Er kann das wirklich nicht aushalten. Er hat das dort im Lidl gesagt. Und dann hat man ihn angegriffen, hat Polizei geordert und die haben ihn tatsächlich zu Boden gedrückt, getreten, ihm Handschellen verpasst. Er hat ein blaues Auge. Und in Anbetracht solcher Tatsachen, es gibt die Anwälte für Aufklärung, wo man sich dann auch hinwenden kann. Denn solche Dinge sind natürlich im Moment, die laufen noch, die sind sehr traurig und da darf man sich auch Unterstützung holen. Für diesen jungen Mann, sage ich jetzt mal. Immer für, nicht gegen. Herzliche Grüße, es hört jetzt sowieso auf. Liebe Grüße.